And it's flying, and it's flying, and it's flying higher. The king of the sky is flying too fast and he's flying too high. Higher, an eye for an eye, but that you will never die. Servus und herzlich willkommen zurück. Nach etwas längerer Zeit, aber ich denke mal, es ist an dieser Stelle müßig zu erwähnen, dass eine Masterarbeit relativ viel Zeit verschlingt und ich ehrlich gesagt dann den Kopf woanders habe, als mich mit dem täglichen Wahnsinn, der auf uns einprasselt, zu beschäftigen. Es ist ja schon schlimm genug, was sich so im Zuge von steigenden Energiepreisen, dem Krieg in der Ukraine und dem ganzen Heckmeck drumherum abspielt. Da könnte ich jetzt großartig was zu sagen, aber ganz ehrlich, da habe ich aktuell keinen Bock drauf. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein besonders dummes Video von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Kanal oder so, was das Thema behandelt. Da kann ich dann vielleicht drauf eingehen, aber das erübrigt sich an dieser Stelle. Wir bleiben allerdings beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja klar. Denn es geht heute um einen Beitrag, bei dem sich der Bayerische Rundfunk bis auf die Knochen blamiert hat. Also ganz, ganz übel sind auch einige Artikel schon in der Zeitung erschienen und so weiter. Aber ich muss sagen, den Originalbeitrag, den habe ich mir noch nicht durchgeguckt. Und ich habe mir gedacht, naja gut, dann mache ich das doch im Rahmen dieses Videos mit euch. Das Ganze geht eine Dreiviertelstunde hier, der Spaß. Deswegen werde ich natürlich nur auf die Sachen eingehen, die für uns interessant sind zum Verargumentieren. Und mir reicht ja alleine schon mal die Bewertung sich anzuschauen. Bei 250 Bewertungen oder was, 1,5 Sterne, stabil, BR, stabil. Das müssen immer diese bösen antifeministischen Trollarmeen sein oder was, die man sich dann ja gerne mal zusammenfantasiert. Also, naja, ich sag mal so, das ist vom Zuschauer-Voting auf jeden Fall durchgefallen, das Ding. Und ich werde mal natürlich anschauen, warum. Und wenn ihr das Ganze im Original in voller Länge genießen wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr es dann auf der Mediathek vom BR euch anschauen, solange es noch drauf ist. Ich bin ja mal gespannt, ob sie das nicht noch irgendwann mal löschen werden. Aber jetzt auch genug einleitendes Gequatsche. Wir legen direkt los. Ich lese die Videobeschreibung vor und dann stürzen wir uns direkt ins Machwerk. Wie fühlen sich alle angesprochen? Was ist die beste Lösung für ein wertschätzendes Miteinander, das sich in der Sprache ausdrückt? Die Antworten darauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Eine Diskussion zum ARD Diversity-Tag 2022. Was zum Geier? Es gab einen Diversity-Tag beim ARD. Ist ja zu geil. Also wenn ihr euch mal den Rundfunkrat anschaut und die Vorstände der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Sender, also ja, ich sag mal so, Diversity sieht anders aus. Was macht ihr da alle noch? Verpisst euch und macht Platz für People of Color und für Schwule und für Transen und für alles mögliche andere, aber Hauptsache keine weißen heterosexuellen Cis-Männer. Was macht ihr da noch? Weg da, Tom Buro, verkrümel dich. Ach, sorry Leute, der Einschub musste gerade sein. Ich muss gestehen, ich kann dieses ganze zweigleisig fahren der Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile bei diesem Thema nicht mehr ab. Auf der einen Seite ständig Diversity, Diversity, Diversity den Leuten ins Hirn hämmern wollen und auf der anderen Seite aber schön weiter auf dem privilegierten Posten sitzen bleiben, obwohl man genau zum Buhmann dieser Diversity-Ideologie gehört. Das sind mir ja die allerliebsten, ja. Sich danach irgendwann vielleicht mal in die reichhaltige Rente verpissen und dann kann ja der Rest die Scherben aufsammeln. So funktioniert das ja immer bei euch. Ach Gott, Junge, Junge, wir haben noch keine Sekunde angeguckt, ich bin jetzt schon angepisst. Aber egal, wir gucken uns das jetzt an und ich schalte dann wieder ein, sobald ich was zu sagen habe. In diesem Sinne, auf geht's, Film ab! Herzlich willkommen, ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihr SchülerInnen, ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die LehrerInnen. An die Lehrenden. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen. Und es ist nicht so, dass vielleicht sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, weil irgendeine Form sie für den Schmarrn halten. Tja, Frau Stamm, das hat schon mal nicht geklappt. Mich haben sie ganz massiv vor den Kopf gestoßen, dass ich jetzt nach Monaten mal wieder ein Video mache. Und natürlich muss es wieder so ein unglaublich gestelzter Quatsch sein. Also für die Leute, die jetzt gerade noch in der Lage sind zuzuhören und die jetzt hier nicht schon abgeschaltet haben nach dieser Anmoderation. Jetzt mal im Ernst, es gibt zwei Wege, wie ich Schüler als solche ansprechen kann, ohne wie ein geistig eingeschränkter Bonobo zu klingen. Erstens, ich spreche von den Schülern, generisches Maskulinum, der ein oder andere wird sich aus dem Deutschunterricht noch erinnern, oder aber ich spreche von den Schülerinnen und Schülern.
Das ist allerdings schon wieder etwas formeller und das wäre allenfalls eher dann was für große Anlässe, weiß ich nicht, Abschlussfeier vom Abiturjahrgang oder so, wo dann der Rektor da steht und sich an die Schülerinnen und Schüler wendet. Ja, mein Gott, okay, alles kein Thema, kann man tolerieren. Aber der Rest ist kompletter Gehirnkrebs. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Also erstmal die gesprochenen Pausen, dass das komplett behindert klingt, das sollte eigentlich klar sein. Das haben dann auch einige dieser Gender-Ideologen geschnallt, dass das absolut dämlich klingt und noch dämlicher als dieser ganze Krampf auch zum Ausschreiben ist. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Das ist unfassbar und um dieses Problem anzugehen, haben sie sich eine Variante aus dem Arsch gezogen, die noch gestelzter und noch behinderter klingt. Der Lernende und der Lehrende. Aber die Idee ist gar nicht mal so neu. Das gibt's schon seit ein paar Jahren. Nichts geht voran im Wahljahr. Strompreisbremse, Fehlanzeige. Kampf gegen Altersarmut, am Arsch die Räuber. Aber was kriegen sie hin? Eine geschlechtsneutrale Straßenverkehrsordnung. Ja, vielen Dank auch. Geschlechtsloser Verkehr, das ist ja wohl das Hinterletzte. Wie jetzt? Geschlechtslos? Ja, neutral, kastriert. Man sagt ab sofort nicht mehr Autofahrer, denn das ist ja männlich. Buh, Schwanz ab! Der Radfahrer, der Fußgänger, ebenfalls verschwunden, raus aus den Paragraphen. Es heißt nur zu Fußgehende oder Radfahrende. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Radfahrer heißt endlich nicht mehr Radfahrer. Das war ja auch unerträglich. Er heißt jetzt Radfahrender. Und Rollstuhlfahrer heißt natürlich Fahrende von Rollstuhl. Fahrende von Rollstuhl. Okay, das klingt ein bisschen umständlich. Ja. Man sagt auch nicht mehr Verkehrstote, sondern überfahren worden. Am Reifenprofil Klebende. Ja. Und die Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, heißen übrigens ins Gehirn Geschissene. Ja. Und ja, falls einige gerade ihren Augen und Ohren nicht trauen konnten, das ist ein Ausschnitt aus einer originalen Heute-Show. Die konnten früher tatsächlich diesem ganzen Gender-Quatsch noch kritisch gegenüberstehen und solche Beiträge machen. Die Ausgabe ist die Folge 116 vom 5. April 2013. Dieser ganze Quatsch ist also schon länger Gesprächsthema, aber ich sag mal so, eine Verschiebung des Diskurses hat hier definitiv nicht stattgefunden. Nein, es wäre auch völlig abstrus, das anzunehmen. Aber jetzt mal wieder zurück zur Sachlage. Was soll denn diese verklausulierte Formulierung eigentlich sein? Ich weiß gar nicht, ist das gerund, ist das gerundiv? Die Deutschlehrer können mich gerne aufklären. Aber es gibt einen guten Grund, warum es im Deutschen, im heutigen Sprachgebrauch so etwas nicht gibt. Weil es unfassbar dämlich klingt. Und weil es den Sprachgebrauch unnötig verkompliziert. Also, wenn ihr alte Texte lest, ganz alte Texte, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht noch Goethe oder noch weiter zurück, da kann das vorkommen. Da war das durchaus teilweise sogar noch gebräuchlich. Aber heute macht das keine Sau. Weil es gestelzt klingt, weil es auch sprachlich überhaupt nicht notwendig ist, weil wir im Deutschen andere Möglichkeiten haben, uns auszudrücken, weil das Deutsche eben keine romanische Sprache ist und auch keine aus dem baltischen Raum und auch keine Turkosprache, wo es das im Übrigen auch gibt, sondern das Gerundium gibt's im Deutschen so nicht. Und jetzt kommen irgendwelche Gender-Ideologen, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als sich so einen Scheiß auszudenken und wollen das den Leuten beibringen. Ehrlich jetzt mal, ich kann jetzt als Muttersprachler mich darüber natürlich lustig machen. Kann sagen, ha, das klingt total doof und ich weiß ja, wie es richtig geht. Aber ich denke mir, für die Leute, die Deutsch als Fremdsprache lernen, ist diese ganze Gender-Debatte der komplette Mindfuck. Wie willst du jemandem vernünftig erklären, dass er anstatt des völlig grammatikalisch korrekten generischen Maskulinums, er jetzt plötzlich irgendwelche völlig an den Haaren herbeigezogenen Endungen verwenden soll, also wahlweise mit Sternchen, dann wieder mit Unterstrich, dann mit Doppelpunkt, dann mit einfachem Leerzeichen, das ist komplett dämlich. Oder aber, ob er eine völlig veraltete grammatikalische Schachtelkonstruktion verwenden soll, um das Ganze unnötig zu verkomplizieren. Lehrender, Lernender, bleib mir weg mit diesem Scheiß! Oh, und dabei sind wir gerade erst am Anfang. Aber okay, wir gehen jetzt gleich weiter. An dieser Stelle muss ich nur noch einen Respektpunkt dalassen für die Frau Stamm, denn sie hat diese
cringige Einleitung von sich gegeben, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen. Das muss man erstmal schaffen. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Also vielleicht ist sie Überzeugungstäterin und glaubt an diesen Scheiß. Oder außerhalb des Kamerawinkels steht irgendwo ein Typ mit einer MP40, der ihr vorher gesagt hat, du liest das jetzt vor, du verziehst keine Miene. Wenn du einmal lachst oder einmal stockst, dann bist du tot. Ich weiß es nicht. Könnte auch sein. Also, das ist auf jeden Fall eine gewisse Leistung, die ich hier würdigen möchte, bevor wir uns jetzt in diese Debatte hineinbegeben. Und ich hole mir jetzt erst einmal kurz einen Kotzeimer vorsorglich. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Ich habe mir das vorher nicht angeschaut. Ich bin gespannt, wann ich mit den Nerven komplett am Ende sein werde. Ach ja, und bevor sich einer wundert, die Dame unten links, die ganze Zeit so mit den Händen rumfuchtelt, die schneide ich raus. Ich weiß, das ist irgendwas für die Gehörlosen, aber ganz ehrlich, mich macht das mega nervös, wenn da ständig einer irgendwo im Bild rumhampelt und irgendwas mit den Händen macht. Das ist so, nee, muss ich nicht haben. Also, wir gehen jetzt weiter. Schauen wir mal, was sind denn so die wichtigsten Diskussionsbeiträge? Ganz kurz, Fabia, das Ergebnis vorhin hat dich das überrascht. Ich finde es tatsächlich schön, weil es im Vergleich zur ersten Runde ja doch deutlich, ja, nicht diverser ist, aber die Schülerinnen und Schüler doch deutlich mehr bemüht sind zu gendern als die Runde vorher. Und ich finde schon, dass das eigentlich ein relativ gutes Abbild unserer Gesellschaft ist. Viele gendern sporadisch und ab und zu und versuchen es möglichst, je nachdem, wie es halt gerade in den Satz passt oder eben in meinen Wortlaut. Aber die Bemühungen sind schon da, gerade in der jungen Generation. Boah, Fabia, bitte, bitte, halt mal kurz die Fresse. Bitte, ganz kurz. Ah, das tut ja in den Ohren weh. Also zum Inhaltlichen komme ich jetzt gleich, aber ganz ehrlich, alleine schon diese Stimmlage, wo die Katzen in der Nachbarschaft schon anfangen zu fauchen, weil sie denken, da ist wer in ihr Revier eingedrungen. Ah, lecco mio, wie kann man denn so eine Stimmlage haben? Das ist todesnervig. Ich weiß, keine inhaltliche Kritik, aber das muss auch mal sein. Ah, meine Fresse, ich habe jetzt so ein garstiges Fiepen im Ohr. Okay. Zum Inhaltlichen. Erstmal, was ist die Runde davor passiert? Warum sehen wir da überhaupt nichts? Was hat die Runde davor zum Thema Gendern gesagt? Ich zeige euch jetzt hier gerade mal kurz grafisch die beiden Fragen, die gestellt worden sind zum Thema Gendern. Und das ist hier einmal, genderst du selber? Oder wie oft genderst du selber? Was haben wir hier? Genau, da haben wir 0 bei immer. Also so richtige Überzeugungstäter gibt es da keine. Nie 22 immerhin, ab und zu 25. Also das ist so 50-50 ungefähr. Ja. Und das ist, ja, will ich das jetzt kommentieren? Nee, ich lasse es. Ich lasse es, sonst werde ich wieder bösartig und das muss ja nicht sein. Dann, was ist für dich Gendern? Da haben wir dann ganz häufig hier oben die Doppelnennung, also die Verwendung der maskulinen und femininen Form. Ich hatte ja bereits erwähnt, was da das Thema ist. Das kann man noch am ehesten verwenden. Dann haben wir die Gender-Sternchen-Doppelpunkt-Geschichte, ist für viele Leute gendern. Und dann diese Verlaufsform, naja gut, das werden die meisten eben nicht kennen, weil es nicht im normalen Sprachgebrauch so funktioniert und weil es keiner wirklich ernst nimmt. Also das sind so die Ergebnisse da jetzt bei dieser Umfrage. Da frage ich mich natürlich, was ist in der Runde davor passiert? Gab es überhaupt eine Runde davor? Also man möchte ja hier einen gewissen Kontrast erzeugen. Ja, also da haben wir erst die Runde davor, die wir ja nicht genau zu sehen bekommen. Und dann kommt jetzt diese neue Runde, die offensichtlich so viel progressiver und so viel toller ist als die davor. Na, ob sie mit der Masche nicht am Ende der Sendung möglicherweise noch übel auf die Schnauze fallen? Ich weiß ja nicht. Frage mich natürlich, warum in allen Zeitungsartikeln von einer großen Blamage gesprochen wird. Es geht darum, dass hier absichtlich teilweise grammatikalisch fragwürdige, wenn nicht sogar falsche Formulierungen ideologisch gepusht werden, um dieser totalen Gleichheit, die auf links immer beschworen wird, endlich zum Endsieg zu verhelfen. Natürlich gendern die Kinder nur sporadisch. Hört ihr euch eigentlich selber mal zu? Gerade diese Überzeugungstäter, hört ihr euch selber zu, wenn ihr redet? Ihr klingt, als hättet ihr beim Sprechen einen Schlaganfall. Da komme ich mir doch blöd vor, wenn ich einen Satz ausspucke, der mehr Pausen als Wörter beinhaltet. Oder ich höre mich dann an wie ein sektschlürfender elitärer Vollspasti aus dem 16. Jahrhundert oder so. Ich bin ein Studierender, ein Masterarbeitsschreibender, ein richtig dick mich eingeschissen haben, da bin ich. Also jetzt mal ehrlich. Nehmt eure Grammatikvergewaltigungen einfach und schiebt sie euch dahin, wo der Tofu-Burger wieder an die Sonne tritt. Bitte!
Aber wir gehen jetzt gleich weiter, mal schauen, was die anderen so beizutragen haben zu dieser Diskussion und bin ja schon gespannt. Ich bin ja jetzt schon auf Hochtouren. Genau, Julia, du bist Journalistin und du sagst, wir bilden die Welt nur richtig ab, wenn wir nicht nur Männer und Frauen benennen, sondern eben auch non-binäre Menschen. Kannst du zufrieden sein mit der Abstimmung? Oder auch die zweite Frage an dich, wie weit gehen wir? Reden wir in Zukunft von GästInnen, WirtInnenschaft? Was machen wir? Ich glaube, die Abstimmung hier zeigt, Sprache ist im Wandel. Sprache entwickelt sich evolutionär, das heißt von unten her. Und dann reagieren Behörden, Einrichtungen, wie jetzt, wo es heißt, Stellenausschreibungen müssen männlich, weiblich und divers ansprechen, damit sich alle von allen Berufen angesprochen fühlen. Wie weit es geht, ob auch zusammengesetzte Wörter wie GästInnenwirtInnenschaft verwendet wird, werden wir mal sehen. Ich möchte kurz sagen, warum ich es wichtig finde, dass wir erstmal in nicht zusammengesetzten Wörtern inklusiv sprechen. Also zum Beispiel Studierende oder ArbeiterInnen sagen, weil als Journalistin muss ich präzise über die Welt sprechen. Also ich muss sagen, wer war zum Beispiel bei einem Ereignis dabei? Wenn ich jetzt sage, hier auf der Theresienwiese demonstrierten 1918 im November 60.000 Arbeiter, dann weiß ich da gar nicht, wer war da dabei. Waren da nur Männer dabei? Waren da auch Frauen dabei? Nicht-binäre Menschen? Die rein männliche Form Arbeiter, die ist völlig schwammig. Und als Journalistin brauche ich eine präzise Sprache. Und der zweite Grund ist, ich möchte alle Menschen anerkennen, auch nicht-binäre Menschen. Wir haben Männer, Frauen und Nicht-binäre. Eine nicht-binäre Person ist heute auch auf dem Podium hier. Ich möchte unsere Zuhörenden alle ansprechen, aber auch die Menschen, über die ich berichte. Und wenn ich nicht-binäre Menschen weglasse, weil ich zum Beispiel nicht Lehrkräfte sage oder SchülerInnen, dann verneine ich, dass sie existieren. Und das ist gewalttätig. Okay, also die Journalistin, die bürste ich jetzt nochmal ganz kurz ab, weil das ist offensichtlich eine ins Gehirn geschissene. Zum ersten Teil ihres Statements ist kompletter Bullshit, und zwar, weil man durchaus sich präziser ausdrücken kann, ohne diesen ganzen Gender-Quatsch zu verwenden. Es reicht im Übrigen als Information komplett aus, wenn ich von 60.000 Menschen spreche, die damals 1918 in München auf der Theresienwiese demonstriert haben. Das ist genug Information. Ob da unter den 60.000 vielleicht zwei nicht-binäre Personen dabei waren, mal abgesehen davon, dass es nicht-binär als Kategorie damals überhaupt nicht gegeben hat und es auch keinen gegeben hätte, der das öffentlich zugäbe, selbst wenn er es wäre, das ist komplett irrelevant. Brauchen wir alles nicht. Diesen ganzen künstlichen Scheiß können wir uns komplett schenken. Arbeiter setzt voraus, dass es auch Arbeiterinnen gibt. Ja? Wenn man jetzt nur über die Teilgruppe der weiblichen Arbeiter sprechen möchte, dann kann man Arbeiterin sagen, als Spezifikum sozusagen. Ja, aber wenn ich von den Arbeiter- und Bauernräten spreche, dann ist klar, dass da auch Frauen mitgewirkt haben. Okay, das reicht komplett aus. Dieser ganze Präzisionsquatsch ist völlig herbeikonstruiert. Das braucht kein Mensch. Und dann noch zum zweiten Teil, damit wir endlich weitermachen können da von ihrem Statement. Auch Quatsch. Also, die Sprachspielchen, die sie hier probiert, sind ja sehr eindeutig. Ja, diese Ausdehnung des Begriffs gewalttätig. Ja, es ist halt Quatsch. Also, es ist nicht gewalttätig, nicht zu gendern. Nicht gendern, ungleich Personen die Fresse polieren oder Personen brutalst mobben. Ja, ich mobbe niemanden, indem ich eine Formulierung nicht benutze. Also, das sollte eigentlich klar sein. Deswegen, es wird hier ständig versucht, die Gewalt mit Ablehnung ihrer Ideologie zu verknüpfen. Wer die Gender-Ideologie ablehnt, der wird sofort irgendwo in eine Gewaltecke gerückt. Was halt einfach nicht stimmt. Also, da kommen wir abschließend jetzt noch zum großen Widerspruch in ihrem Statement, der mir sofort ins Auge gesprungen ist, den ich jetzt aber bis jetzt nicht unterbringen konnte in meiner Antwort. Dieses Gelaber davon, ja, Sprache entwickelt sich evolutionär und deswegen, da reagieren jetzt die Behörden da drauf. Das ist Quatsch, das ist schlicht gelogen. Andersrum läuft beim Gendern das Ganze. Das ist nämlich die Sache, dass in politischen Kreisen es eben heißt, wir müssen jetzt dieses Diversity-Thema weiter auswalzen, wir müssen das jetzt mal im Volk verbreiten, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und die Behörden werden dann politisch unter Druck gesetzt, diesen Quatsch mitzumachen. Und der Bürger muss sich dann dem Ganzen anpassen. Es ist ja nicht so, dass das Volk aufgestanden ist und gesagt hat, wir wollen, dass die Arbeitgeber innen in ihren Stellenausschreibungen innen irgendwas schreiben, von wegen, wir suchen eine Personalmanager innen, weil ansonsten bewerben sich da nicht genug Frauen drauf. Das ist ja Quatsch. So funktioniert das ja eben nicht. Sondern es funktioniert eben so, dass medial Druck gemacht wird auf die Politik. Die Politik, die mittlerweile, wie wir ja gelernt haben, links
eingenordet ist bis zum geht nicht mehr, mittlerweile auch die CDU ja sehr weit nach links gerückt ist und so weiter, die setzen das Ganze dann um und der einfache Bürger hat halt einfach Pech gehabt, guckt mit dem Ofenrohr ins Gebirge und muss das Ganze dann halt ertragen, muss sich da irgendwie anpassen. Warum gendern Schüler und Studenten denn neuerdings so eifrig? Doch nicht, weil das jetzt über Nacht plötzlich im Volk erwacht ist, ja, da sind wir wieder bei der Thematik Woke, sondern weil das von oben vorgegeben ist, weil eben jetzt Lehrer und Dozenten sagen, nein, ich erwarte, dass hier gegendert wird. Ja, der berühmte Marsch durch die Institutionen von links ist ja vollends geglückt, auch im Bildungswesen oder vielleicht gerade im Bildungswesen. Und das wird natürlich via Druck an die Schüler und Studenten weitergegeben. Warum ist das so? Weil es funktioniert. Und der Punkt ist eben der, und das kann ich aus meiner Studienzeit aus erster Hand bestätigen, es gibt einen Druck an der Universität. Selbst wenn es keine konkreten Richtlinien gibt zu gendern, gibt es viele Professoren, die durchaus immer wieder während den Vorlesungen und während den Kurssitzungen betonen, dass sie es gerne hätten, wenn in den Abschlussarbeiten dann dazu gegendert würde oder geschlechtergerechte Sprache benutzt wird, wie man dann ja so schön politisch korrekt sagt. Und der Punkt ist halt der, dass viele Studenten nicht die Energie haben, diese kleinen Gefechte dann ständig zu führen, ständig sich mit dem Professor oder dem Lehrer anzulegen, ständig diese Diskussionen zu führen, warum man jetzt eben genau auf diesen ganzen Genderkram keinen Bock hat. Sondern da gibt's halt viele Studenten, die dann davor kapitulieren und sich sagen, ach komm, weißt du was, scheiß doch der Hund drauf, ist ja jetzt nicht so viel mehr Aufwand, bevor ich mich da jetzt noch mit dem Professor rumärgere und ich mir möglicherweise den zum Feind mache, den habe ich vielleicht später nochmal in der Vorlesung oder vielleicht sogar als Abschlussprüfer und das muss ja alles nicht sein, es ist ja, nee, komm, das ist eine kleine Beugung. Es ist eine kleine, sozusagen, Unterwerfungsgeste, die man von den Leuten abverlangt. Und viele machen das mit, weil sie keinen Stress wollen. Ich war nie so jemand. Ich habe immer den Stress gesucht. Und mir war auch scheißegal, ob der Professor rumgemeckert hat deswegen. Aber das ist eben so eine Sache. Nicht jeder hat diese Energie dafür. Und nicht jeder hat Bock, sich in diese Debatten zu stürzen. Deswegen funktioniert das. Und das ist bei den Schülern im Übrigen nicht anders. Wenn du einen Lehrer hast, der gerne gendert oder der gerne sieht, dass gegendert wird, und du möchtest vielleicht ein paar Pluspunkte bei diesem Lehrer sammeln, dann bist du gut beraten, eben diese Spielchen mitzuspielen. Und das ist genau das Perfide. Und deswegen kotzt mich das an, dass das geframed wird als evolutionäre Entwicklung. Nein, es ist keine Evolution, also keine Entwicklung. Es ist eine von oben aufoktroyierte Veränderung der Sprache. Von den Medien, von der Politik vor allem, die natürlich auf das Bildungswesen maßgeblich Einfluss hat. Das ist so durchsichtig. Und es ist so billig, dass sie es versuchen, anders zu framen. Aber egal. Ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Wir gehen direkt weiter. Bei dem Thema keinen Cent mehr verdienen, würde dir Frau Krämer, die sehr viel Gerichtsverfahren geführt hat, völlig widersprechen, weil sie sagt, dass eben tatsächlich bis vor kurzem wir in unserer Sprache, wir Frauen, sagt sie, eben gar nicht vorkamen. Ich möchte gerne noch mal kurz Frau Krämer zuhören, wie sie ihren Kampf geführt hat. Angefangen hat das Ganze 1990, als ich einen neuen Ausweis brauchte und ich sollte als Antragstellerinhaber unterschreiben. Und da habe ich mich geweigert, hatte einen Brief schon mitgebracht von zu Hause, habe den dem Beamten gegeben, der war natürlich völlig überfordert, hat nur die Schultern gezuckt und hat gesagt, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und damit hat er ja recht. Also war ich 6 Jahre lang ohne jegliche staatliche Legitimation, weil ich mich geweigert habe, weder Antrag noch Original als Mann zu unterschreiben. Wir sind 52% der Bevölkerung, wir Frauen, und kommen in unserer Muttersprache nicht vor. Das kann doch überhaupt nicht sein. Och nee, Oma, wer hat dich denn aus dem Heim gelassen? Bitte geh dahin zurück und vor allem bitte, was auch immer du für Pillen nimmst, die dir der Arzt da verschrieben hat, bitte nimm weniger davon oder hör auf, Alkohol dazu zu trinken. Es tut dir offensichtlich nicht gut. Was auch immer jetzt da das Problem ist, ob dein Diazepan oder Klosterfrau Melissengeist oder was weiß ich, aber irgendwas macht das, dass du offensichtlich nicht verstehst, wie das generische Maskulinum funktioniert. Dass Frauen selbstverständlich in der deutschen Muttersprache vorkommen, auch wenn nicht immer das In hinten dran steht, dass es absolut dämlich ist, aus purem verblendeten Eifer oder aus purer Langeweile 6 Jahre lang ohne Papiere rumzulaufen, weil man einen Antrag nicht als Antragsteller unterschreiben möchte. Das muss ich, glaube ich, nicht extra ausführen. Bitte, Oma, nimm weniger Tabletten und lass es einfach. Okay, bitte.
genieß den Lebensabend, aber bring dich nicht so in politische Debatten ein. Da ist absolut niemandem geholfen. Aber so viel zu Oma, wir gehen jetzt weiter. Seda, du bist der Meinung, es ist eine Generationsfrage, bis sozusagen auch das Gender normal ist und keine kulturelle Frage. Du hast türkische Wurzeln und du sagst, es macht eigentlich keinen Unterschied zwischen türkischen und deutschen Freundinnen, aber es macht einen Unterschied eben mit dem Alter. Also ich kann natürlich immer nur von meiner Erfahrung sprechen. Wir sitzen hier alle mit Meinungen. Also hier sind keine Sprachforschenden oder so. Aber aus meiner Realität heraus, ja, in meiner Wahrnehmung ist auf jeden Fall so, dass dieser Konflikt, möchte ich mal sagen, dass der eher in verschiedenen Generationen auftritt, als es jetzt bei mir so wäre, dass meine türkischen FreundInnen da irgendwie das anders sehen als meine deutschen. Oder ich meine, ich habe ja Freunde von überall. So. Und in meiner Wahrnehmung ist auf jeden Fall so, dass das nichts damit zu tun hat, sondern ich habe diesen Konflikt viel öfter, wenn es um Generationen geht, als wenn es um Herkunft geht, weil da sind wir nicht so stark geprägt in meinem Umfeld, nein. So, das handeln wir auch noch ganz kurz ab hier. Das mit dem Generationenkonflikt ist ganz klar. Die älteren Leute, die da nicht indoktriniert worden sind mit dieser Scheiße, sind etwas resistenter gegen die Propaganda von links. Die jungen Leute eher anfällig dafür, logischerweise. Die Fontanelle ist noch weich, die Hirne sind noch formbar. Da muss man ansetzen. Das haben natürlich auch die linken Ideologen kapiert. Ja, jeder Ideologe versteht letztlich natürlich, dass man an die Kinderhirne ran muss. Ja, dass man die bearbeiten muss, wenn man auch in Zukunft überzeugte Anhänger haben möchte. Deswegen trägt man das Ganze ja jetzt so offensiv in den Schulen aus und teilweise ja schon sogar in den Kindergärten. Das muss ganz, 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 ganz früh schon angesetzt werden, damit da bloß nicht irgendwas am Ende mit individuellem Geiste entsteht. Man möchte ja die Kontrolle über die Leute haben. Und überhaupt, diese Debatte ist komplett dämlich. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle das Video jetzt schon beenden, weil ich mir denke, da ist keiner dabei, der eine Ahnung hat, wovon er redet. Keiner. Keiner, der sich irgendwie professionell mit Sprache beschäftigt. Sondern irgendwelche Journos, ein Vorsitzender vom Landesschülerrat, noch eine Vorsitzende vom Landesschülerrat und jetzt hier dann auch noch die non-binäre Person mit Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich kann der glauben oder auch nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Da ist keiner dabei, der weiß, was er tut. Und das wird jetzt Schülern vorgesetzt und die sollen danach überlegen, ja, gender ich jetzt, finde ich das toll, finde ich das nicht toll. Das kann nur schieflaufen, liebe Freunde vom Bayerischen Rundfunk. Das kann nur schieflaufen, wenn ihr so plump da rangeht. Setzt doch bitte in Zukunft weniger Ideologen irgendwo rein und stattdessen mal Leute, die eine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Aber egal, es ist auch schon wieder, ich merke, wie mein Hirn schmilzt, wenn ich diesen Scheiß hier anschaue. Wir gehen zum nächsten Punkt. Wir haben uns als BR überlegt, dass es ein paar Grundregeln geben sollte. Die kann ich euch kurz mal sagen, nämlich einmal, und das ist, denke ich, mit das Wichtigste und muss jedem bewusst sein, der BR will geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei in seiner Sprache, mit der Sprache umgehen. Beim BR arbeiten ein paar tausend Menschen, die jeden Tag mit Sprache arbeiten, Journalistinnen und Journalisten. Die oberste Maxime sollte schon sein, Publikumsorientierung. Jetzt bin ich gleich wieder bei deiner Frage, Claudia. Publikum ist so divers und so vielfältig. Wie macht man es dann richtig? Und die Regel lautet seit dem Jahreswechsel beim BR, dass jede Redaktion für sich, also zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die bei PULS arbeiten, unserem jungen Angebot, das ihr hoffentlich kennt, es anders machen können, anders sprechen, anders schreiben können in der Aufbereitung ihres Programmangebots, als zum Beispiel jemand bei BR Classic oder in den Nachrichten des BR. Worauf ich hinaus will, wir müssen irgendwie einen guten Weg finden, als BR in der Verantwortung für die Sprache und auch für die Menschen, die uns ja mit ihrem Rundfunkbeitrag bezahlen, möglichst alle zu erreichen. Aber auch, und das ist was, worauf ich es vielleicht reduzieren kann, nicht an einem Zeitpunkt sind, wo man sagt, das ist die allgemeingültige Regel, die wir jetzt allen überstülpen. Ach, ihr wollt euch nach euren Zuschauern richten. Das ist aber freundlich. Ja, dann würde ich das Gendern aber mal schleunigst einstellen. Denn die Mehrheit findet das Ganze mindestens mal unwichtig, wenn nicht sogar aktiv scheiße. Und zwar Männer wie Frauen. Das ist eine riesige Mehrheit, die euch da gegenübersteht, ihr lieben Ideologen. Na, das ist euch bewusst. Die Ablehnung ist sogar noch gestiegen. Je mehr Propaganda ihr in diese Richtung macht, desto mehr Leute stoßt ihr von euch weg. Das ist euch schon klar, oder? Aber ist doch scheißegal, es ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ihr kriegt sowieso eure Kohle. Ob ihr völlig gegen den Willen des Publikums arbeitet oder nicht, ist komplett Banane. Am Ende des Monats ist ja das Geld eh wieder da. Ist das nicht herrlich? Es ist doch toll, toll, super. Ihr seid Vampire, aber nicht die von der coolen Sorte, sondern ihr seid die Sorte von Vampiren, wo sich selbst diese schwulen Glitzerspastis aus Twilight daneben noch wie die größten Helden fühlen können.
Ihr saugt die Kohle aus dem Geldbeutel jedes einzelnen Bundesbürgers da draußen. Ob er will oder nicht. Und wenn er nicht will und nicht zahlt, dann kommt er in den Knast. Und was macht ihr mit der Kohle? Ihr macht so eine Scheiße. Ihr gendert in euren Programmen, obwohl die Mehrheit das überhaupt nicht wichtig findet. Oder eben, wie gesagt, aktiv dagegen ist. Das ist euch vollkommen Banane. Diese ganze Diskussion, ich nehme jetzt hier einiges vorweg, ja? Die ganze Diskussion, die jetzt sich danach gleich entspinnt, die überspringe ich komplett. Die kann ich komplett zusammenknüllen und in die Tonne kloppen. Denn der Einzige, der was von Substanz zu sagen hat, der wiederholt genau den Punkt, den ich gerade mache. Ja? Dieser Landesschülerrat hier, der Meusel oder wie der heißt. Ja? Das ist, vergiss es, kannst du wegkloppen. Brauchen wir nicht. Das ist so lächerlich. Wirklich. Diese ganze Debatte kannst du komplett in die Tonne treten. Das ist so, ja, wir wollen es nach dem Publikum richten und es ist divers. Nein, es ist nicht divers. Im Gegenteil, euer Publikum ist ziemlich alt und ziemlich weiß, um es mal mit eurer Sprache zu sprechen. Ja, was ja kein Wunder ist. Wer hört denn noch Radio? Wer guckt denn noch fern? Das sind alte Leute, die das machen. Euer Altersdurchschnitt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist deutlich höher als beim Privatfernsehen. Und die Leute, die euch gucken, die stehen mit Sicherheit mehrheitlich nicht auf Gender-Diskussionen. Die wollen einfach den Fernsehgarten sehen oder weiß ich nicht, Pumuckl oder was auch immer gerade bei euch im Programm halt läuft. Meine Fresse, ist das eine überflüssige Debatte. Junge, Junge, Junge. Dämlich as fuck. Aber egal, wir gehen jetzt weiter. Grundsätzlich regt sich natürlich in unserer Sprache vieles. Also auch die Art und Weise, wie wir über Diversität generell sprechen. Also, dass wir zum Beispiel nicht mehr davon ausgehen, dass Deutsche alle so weiß aussehen, wie wir jetzt hier auf dem Publikum, hier auf dem Podium. Also da tut sich generell ziemlich viel, dass wir die Art und Weise, wie wir über Menschen, die nicht weiß sind, sprechen zum Beispiel, dass wir da sagen, ne, eine Person of Color oder People of Color oder so, da tut sich einiges, dass wir unterschiedlich über Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung sprechen. Früher haben wir da Behinderte gesagt oder so. Also da passiert ziemlich viel und die Menschen, manche sind halt irritiert davon, einfach weil Sprache natürlich etwas sehr Individuelles ist, etwas sehr Persönliches. Und ich glaube, das spielt sich in allen Ebenen ab, des sprachlichen Wandels. Gott, Alter, also diese Journalistin habe ich echt gefressen. Was für ein riesengroßes Nichts von einer Aussage. Aber ich gehe kurz mal pro forma darauf ein. Erstens, ethnische Deutsche sind weiß. Das ist unser Merkmal oder eines unserer Merkmale. Es gibt ethnische Deutsche und es gibt Passdeutsche. Und wegen Wichsern wie euch, die jedem Trottel am liebsten den deutschen Pass schon beim Eintritt ins Land in die Tasche stecken würden, muss ich diese Unterscheidung überhaupt machen. Wir haben mittlerweile zahlreiche Leute im Land, die zwar den deutschen Pass haben, die aber weder deutscher Herkunft sind im ethnischen Sinne, noch im kulturellen Sinne was mit den Deutschen gemein haben, noch auch nur die deutsche Sprache beherrschen. Ja, das ist ein Problem. Zugegeben, das gehört jetzt hier nicht in die Diskussion, aber ich wollte unbedingt drauf eingehen, weil ja, es ist davon auszugehen, dass die Deutschen weiterhin weiß sind. Auch wenn es Leute gibt mit deutschem Pass, die sind nicht Teil des deutschen Volkes automatisch. Das ist der entscheidende Punkt. De jure ja, de facto nein. Das ist der entscheidende Punkt. Und man müsste diese künstliche Trennung zwischen Passdeutschen und ethnischen Deutschen nicht machen, wenn wir nicht mit vollen Händen unsere Pässe hier an jeden verschenken würden, der danach fragt. Ich hatte es einmal in einem Video ausgearbeitet. Es ist lächerlich einfach, einen deutschen Pass zu bekommen und die Hürden werden ja immer weiter abgebaut. Zum einen. Zum anderen ändert es überhaupt nichts an der Sachlage, wenn ich plötzlich irgendwelche Fantasiebegriffe mir aus dem Arsch ziehe. Wenn ich den Behinderten nicht mehr behindert nennen darf, sondern ihn Person mit besonderem Förderbedarf nennen muss. Das ist absolut lächerlich, weil damit signalisiere ich dem Behinderten, dass ich ihn für geistig so fragil halte, dass er eine simple Beschreibung seines körperlichen Zustandes nicht aushält. Und wenn die Person geistig behindert ist, ist es scheißegal, wie ich sie nenne, denn sie kriegt davon eh nichts mit. Oder kapiert am Ende nicht mal, mit wem sie überhaupt gesprochen hat. Das ist doch der Punkt. Und gut, die ganze Sache mit den People of Color, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich sage weiterhin zum schwarzen Neger, scheißegal, ob euch das triggert. Das ist mir komplett Banane. Ja? Und zum Mulatten sage ich auch weiterhin Mulatte. Ich weiß, es ist kolonialistisch, bla bla bla. Aber ich finde es noch viel entmenschlichender, wenn ich anfangen muss, Menschen mit Cappuccino- oder Kaffeehauttönen zu beschreiben. Wenn ich sage, es ist ein Cappuccino-Neger, das finde ich noch viel, viel entmenschlichender, als wenn ich einfach sage, mein Gott, das ist ein Mulatte, hat halt einen schwarzen und weißen Elternteil. Ja, wann kommt das vor, dass ich das Wort benutze? Quasi nie. Aber ich lasse es mir auch nicht im Voraus von irgendwelchen linken Spastis verbieten, die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche schwarzen Listen anzufertigen mit bösen Pfui-Pfui-Wörtern, die man schon im vorauseilenden Gehorsam da nicht benutzen soll. Fickt euch ins Knie! Mal in aller Deutlichkeit, wenn ihr sowas befürwortet.
Aber egal. Gibt's noch irgendwas Sinnvolles? Ansonsten würde ich das Ganze hier gerne beenden. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Gut, das ist ganz eindeutig eine Meinung und ich habe genau dazu die Frage, nämlich die letzte Mentimeter-Frage, die heißt, wie ist jetzt deine Einstellung zum Gendern nach der Diskussion? Also Gendern finde ich ab jetzt klasse, Gendern finde ich ab jetzt doof, Gendern finde ich weiterhin super, Gendern finde ich weiterhin unnötig oder habe da keine Meinung. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden. Vorne liegen gerade 2 gleich auf, Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Na, Gendern finde ich ab jetzt klasse, findet etwas Zuspruch, aber weiterhin ist ganz vorne, Gendern finde ich weiterhin unnötig. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen, wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller vorankriegen und nicht sozusagen Gremien es beschließen und dann vielleicht die SchülerInnenschaft nicht mitgenommen wird, sondern eben quasi wirklich irgendwie der SprecherInnenrat sagt, ja, wir wollen jetzt gendern, aber eben es unten nicht ankommt. Also wirklich dieses von wachsen, und da ist deine Antwort aber einfach, mit der Generation wird sich schon verändern und du bist dir sicher, dass es eben in ein paar Jahren ganz anders aussieht. Oh, haben die den Arsch voll gekriegt vom Publikum. Ist das geil. Oh, das war jetzt aber ein krönender Abschluss dieser Drecksrunde. Oh, ich kann mir das so vorstellen, wie das vor deren geistigen Auge eigentlich hätte ablaufen sollen. Der Balken, ich finde Gendern ab jetzt super, hätte sich füllen müssen. Den Scharen hätten die Leute da überlaufen müssen zu diesem gelben Balken. Und dann hätte man die gloriose Abschlussrunde machen können, wer da jetzt am besten performt hat und wie toll das doch alles war und bla bla bla. Und dann so ein Ergebnis. Oh, mehr Leute fanden es nach der Runde doof, als es Zustimmung gab. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht großartig? Ah, wisst ihr, so sehr wie ich mich manches Mal über die jungen Leute heutzutage aufrege, ich weiß, ich klinge jetzt, als wäre ich 50, aber ich rede jetzt halt von den Leuten, die jetzt gerade so 15, 16, 17 sind. So sehr ich mich über diese Gruppe an Menschen aufrege, aber in der Hinsicht, das war jetzt gerade sehr ermutigend, muss ich sagen. Also, das ist diese ganze Scheißrunde, eine Dreiviertelstunde haben die uns jetzt gequält und dann kriegen die so ein Feedback. Geil. Einfach nur schön. Das ist so, da schlafe ich heute Nacht sehr, sehr gut, wenn ich mir das Ergebnis ins Gedächtnis rufe. Besonders entlarvend ist natürlich noch das Statement der Moderatorin und auch ihre Reaktion, während sich die Balken gefüllt haben. Natürlich, ja, leider hat der Ich stimme zu Balken nicht genug Votings bekommen. Übrigens auch interessant, dass wir hier keine genauen Zahlen gesehen haben, wie viele Leute Gendern ab jetzt doof fanden und wie viele ab jetzt gut und so weiter, aber bitte, darauf gehe ich schon gar nicht mehr ein. Ich glaube, das Signal war trotzdem eindeutig. Aber natürlich vor allem der Schlusssatz diesbezüglich, ja, wir müssen schauen, dass wir die Entwicklung weiterkriegen natürlich. Ja, da muss man doch sehen, dass man wieder mehr Propaganda macht, dass man vielleicht bessere Propaganda macht, subtiler Propaganda macht, die Leute irgendwo versucht, in eine gewisse Richtung zu schubsen. Und in einem Jahr, da schauen wir dann nochmal, da machen wir in einem Jahr wieder Teamsitzungen hier und dann mal sehen, wie gut es gefruchtet hat, gell? So habt ihr euch das gedacht, ihr lieben Leute da vom BR. Ist das nicht schön? Ist das nicht großartig, wie offensiv sie mittlerweile ihre Propaganda anwenden und wie sehr sie dafür von der breiten Öffentlichkeit auch aufs Maul bekommen? Immer wieder, ich sag's immer wieder, diese Leute werden es nicht lernen, sie werden erst dann damit aufhören, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Grund und Boden privatisiert hat oder ihn schlichtweg komplett aufgelöst hat. Das braucht kein Mensch, das ist mittlerweile nur noch ein schamloser Propaganda-Apparat für die linke Seite des politischen Spektrums und es wird immer offensichtlicher. Aber ich glaube, ihr kennt meine Meinung ja dazu. Bin ja gespannt, was ihr dann so in die Kommentare schreibt, wie ihr das so wahrgenommen habt mit dieser Runde. Ich würde sagen, es reicht von meiner Seite jetzt auch tatsächlich. Ich habe gesehen, dass Boris von Morgenstern schon ein Video dazu gemacht hat. Bedauerlicherweise war der schon deutlich schneller als ich. Aber ich will hoffen, dass sich nicht allzu viel wiederholt hat und sein Video ist auch deutlich kürzer. Also ich konnte vielleicht ein bisschen mehr Gedanken anbringen und ich hoffe, ihr habt jetzt das Ganze genossen.
bin sehr auf eure Meinung gespannt zu diesem Thema. Mal sehen, wie ihr diesen Beitrag dann so wahrgenommen habt. Ich meine, für meinen Teil ist es einfach immer wieder amüsant zu sehen, wie hier ganz aktiv nach den Kindern gegriffen wird und die Kinder selber hauen ihnen jetzt hier auf die Finger. Es ist immer wieder schön. Also, naja, die Rotfunk-Vampire geben halt einfach nicht auf. Aber egal. Ich würde sagen, ich klinke mich da mal wieder aus und mal schauen, wann das nächste Video kommt. Ich will jetzt auch gar keine Versprechungen machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall dann erst einmal für 2 Wochen im Urlaub und entsprechend nicht verfügbar, aber mal schauen, wann es da wieder klappt. Bis dahin, Leute, macht's gut, passt auf euch auf, Servus und Ciao!